Nur knapp entkamen wir mit unserem Leben. Und wir hatten keine Zeit, um anzuhalten und uns zu erholen. Wir ritten den ganzen Tag, ohne eine Ahnung, ob die Abtei gefallen war, ob es Lady Catherine gut ging. Sie waren schon da, im Inneren. Sie warteten, bis wir uns zeigten. Wir warteten auch auf die Nacht und bereiteten die wenigen Soldaten, die uns noch blieben, auf die Einnahme der Abtei vor. Und beteten, dass Lady Catherine noch am Leben war. Redham, Graf Swinefoots Bruder, ist ein Schwein im Priestergewand. Sein Vater gab ihm den Titel, als er gerade 15 Jahre alt war, und seitdem missbraucht er seine Stellung. Zeigt, was für ein Grobian er wirklich ist, und zwingt ihn auf seine Knie. Um das mit euren wenigen Truppen zu schaffen, müsst ihr euch im Schutz der Dunkelheit bewegen und die Belagerung vor der Morgendämmerung beenden. Das klingt ja wirklich sehr, sehr interessant, und mit dieser Mission beenden wir endlich unsere Stronghold 3 Pause. Wir legen also in einer neuen Aufnahmesession los und wollen die Lady heute endgültig befreien. In der Nacht gilt es jetzt hier irgendeine Burg zu erobern, die begutachten wir mal schnell. Was sind das jetzt hier für Sachen? Gewinnt die Abtei? Okay. Verlieren. Morgengrauen. Keine Truppen mehr. Also es läuft mal wieder ein Countdown. Die Festung sieht jetzt relativ klein aus, aber wenn wir mal schnell unser Heer überfliegen, das ist ja wirklich mal gar nichts. Also, das wird nicht so leicht. Und hier sind auch noch Gegner, ne? Vielleicht könnte man... Kann man hier außen überhaupt lang? Es ist so dunkel, ich erkenne das gar nicht. Seid gegrüßt. Mal schauen. Aber wir könnten hier vielleicht bis nach ganz hinten durchmarschieren. Obwohl, da geht's nicht mehr rüber. Hier auch nicht. Aber hier. Was haben wir denn eigentlich für Belagerungssachen mit? Männer an die Waffen! Was? Nur ein Sturmbock? Das heißt... Wir können eigentlich nur von vorne hier einbrechen. Ja, das ist natürlich blöd. Dann, ich höre hier Hunde. Hier vorne. Ja, ich glaube, dann wird es das Beste sein, wenn wir erstmal das Tor hier erobern. Und, ach du heiliger Mist, wie sollen wir denn die denn hier alle... Das schaffen wir. Ach, das, wie soll denn das gehen? Okay, wir probieren jetzt erstmal aus. Die Bauern schicken wir vor oder wir gehen eigentlich mit allen nach vorne. Mal schauen, ab wann die uns entdecken. So, Rambok. Das schaffen wir schon. Genau, das sollt ihr auch packen. Unsere Schwerter sind die Ansonsten sind wir eh aufgeschmissen. Bogenschützen unterwegs. So, hier. Ihr müsst schießen. Komm, macht die da oben Platz. Die Hunde? Kampfbereit. Könnt ihr ja mal schnell töten. Schlagt sie, Männer. Das wäre nett. So. Eure treuen Bogenschützen. Die Bogenschützen müssen das alles überleben. Dolche raus, Männer. Nee, nicht Dolche raus. Anvisieren. Anvisieren, genau. Schnell, schnell, schnell. Weiterschießen. Nicht verstecken, ne? Attackiert er jetzt noch? Wir sind eure Leute. Nee, nein, keine Dolche raus. Erwarte Befehle. Mein Gott, ihr seid Bogenschützen, also nutzt den Bogen auch. Kommt, kommt, kommt. Und der da oben ist auch tot. Wir sind bereit. Geht mal schnell rüber. Augen auf, Männer. Naja, ein paar sind jetzt draufgegangen. Ah, sehr schön. Die konnten die da hinten auch noch erledigen. Wir werden jetzt mal Folgendes probieren. Was ist denn das jetzt? Ach du Kacke, was schie... Wir kämpfen tapfer. Hä? Was ist denn das hier für ein Geschoss? Alle rein. Alle rein. Alle rein. Das ist zu gefährlich. Warum kommen wir da nicht rein? Ich dachte, das Tor ist kaputt. Wieso ist denn das Tor noch nicht kaputt? Wer schießt denn da hinten? Gib mal hier weg. Oh, naja, na. Okay, nochmal neu. Nochmal neu. Das ist ja mal...
schlecht gewesen. Oder wir lesen uns, passt mal auf, wir lesen uns hier gleich die ganzen Hinweise durch. Nur Redham, Graf Swinefoods Bruder, ist ein bewegt eure Truppen durch die Dunkelheit zu einer verwundbaren Seite der Burg. Bewaffnete Bauern sind entbehrlich, ihr könnt sie als euren Spielball verwenden. Verwendet eure Bogenschützen sparsam und haltet sie von Fernangriffen fern. Ja gut, das ist ja logisch. Tötet zuerst mit Streitkolben Kämpfer feindliche Bogenschützen und bringt dann eure Bogenschützen in Position. Aha. Sendet die Steinkolben Kämpfer und Schwertkämpfer zur Ringmauer und greift sie an. Das habe ich gerade auch überlegt. Vielleicht nicht mal mit den Rambock da. Wir haben gehört, dass der Feind Pechgräben verwendet. Geht eng am Rand der Karte, um zu vermeiden, dass ihr all eure Truppen verliert. Okay. So, wir probieren jetzt mal wirklich vielleicht über die rechte Seite. Was sagt ihr, Mylord? Wenn wir... Wartet mal, wir gehen hier ganz hinten lang. Schafft ihr das denn? Für den Ruhm! Dass wir den Rambock gar nicht verwenden, die hier alle umlaufen und dann hier hinterhältig attackieren. Garantiert haben die hier an der Seite irgendwo Pechgräben, aber... Ach nee, hier vorne. Ah nee, das sind Fackeln. Ja, ich glaube, die Idee ist besser. Es wird zwar ein bisschen dauern, bis die Mauer mit den ganzen Schwertern hier geknackt ist, aber... Schwertkämpfer, fort! Die Zeit nehmen wir uns. Ja, ich habe hier ein gutes Gefühl. Hauptsache, wir kommen auch irgendwann rüber. Wo ist der Feind? Also wir gehen erstmal bis nach da vorne. Und dann schauen wir weiter. Versammelt euch jetzt mal hier. Marsch für Ruhm und Ehre. All die will ich nicht vernichten wollen. Schwertkämpfer, vorwärts. Das sind mir zu viele. Aber wir kommen hier nicht mehr runter, kann das sein? Und hier vorne? Ich glaube, das geht auch nicht mehr. Aber Bogenschützen. Ach du Mist. Das heißt, wir müssen hier vorne vorbei. Könnt ihr vielleicht rüberschießen? Ja, das können sie. Kleiner Überraschungsangriff. Das ist doch was. Klasse Sache. Jeder Pfeil muss treffen. Das finde ich gut. Ja, weiter, weiter, weiter. Hahaha. Spitzenmäßige Idee. Hier oben geht's nicht mehr lang. Ihr denn? Pfeile anlegen. Wen ihr treffen könnt, den knallt ihr einfach mal ab. So, die Fackel ist angegangen, aber die entdecken uns noch nicht. Weiter. Saubere Sache, saubere Sache. Kommt mal hier runter. Unsere Bögen werden singen. Los, los, los. Die haben uns noch nicht entdeckt. Bogenschützen, bereit machen. Und jetzt schießen. Pfeile los! Hier wird geklatscht. Die ahnen noch gar nichts vom Überfall. Das finde ich ja mal sensationell. Ja, macht sie fertig. Nein, nicht zu dicht, nicht zu dicht. Oh Gott, sie schießen, sie schießen, sie schießen. Och, ihr habt euch verraten, ihr Trottel. Guter Dinge. Oh nee. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Schauen die jetzt wieder rüber? Bringt sie zu Fall. Kommt schon. Sehr gut. Und Pfeile weiter. Los! Ja. Dann lass den erstmal marschieren. Das dauert sowieso eine halbe Ewigkeit, bis er ankommt. Und in der Zeit knüpfen wir uns die nächsten hier vor. Pfeile los, Pfeile los. Und nochmal. Feuer! Der nächste muss dran glauben. Also zumindest halb. Und die da auch noch attackieren. Schön. Und jetzt sind die anderen Ziele alle freigegeben. Sucht euch einen. Nein, doch nicht den. Hier. Hallo. Jetzt. Schießen. Wo ist der andere Typ? Der wollte doch hier... Oh Gott, der kommt hier vorne irgendwo. Müssen wir aufpassen. Lasst sie fliegen. Der wird garantiert hier gleich erscheinen. Da ist er, da ist er, da ist er. Augen auf, Männer. Nee, nee, nee. Da kann ich nicht hin. Die machen wir jetzt alle zusammen platt. Die Bauern vor. Werdet ihr uns brauchen? Ihr kommt dazu. Unsere Schwerter sind die Angriff. Kurzer Prozess.
Da kennen wir gar nichts mehr. Sire, befehligt uns. Ich hoffe, die anderen... Ah, die kommen jetzt auch schon. Na gut, da lassen wir uns jetzt mal ein bisschen Zeit. Die Hälfte ist aber gleich abgelaufen. Ist natürlich schlecht. Pfeile los! Weg hier, weg hier. Oh, nein, 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 nein. Acht Leute haben wir noch. Das ist... angegriffen. Das wird schwer. Das wird ganz, ganz schwer. Wir werden... Bereit! Unsere Schwerter sind die euren! Die Bauern vorschicken. Und dann... Ja, Hoffe ich, kriegen das die 7 Bogenschützen hin. Ganz wichtig wird es sein, dass wir hier vorne die Mauer zerstören. Dann geht es durch diese... Ist das ein Tor? Geht es da durch? Wie viele Feinde sind denn hier oben noch? Da haben wir einen Bogenschützen. Ja, die könnten wir eigentlich überrennen. Ich glaube, das sollte zu schaffen sein. Bauern, geht mal ein bisschen vor. Auf die Füße, Jungs. Meine Füße tun weh. Ah, das sieht noch gut aus. Bogenschützen. Wir sind bereit. Kommt. Bogenschützen in Bewegung. Wir werden nun das Ganze, ja, vielleicht noch nicht stürmen. Versucht mal hier Ziel anvisieren. 1, 2 noch abzuknallen, ohne euch zu verraten. Pfeile schießen. Den da auch noch erledigen. Feuer frei. Den da unten. Das mit den Schatten haben sie im Übrigen cool gemacht. Finde ich stark. Jeder Pfeil muss treffen. Ja. Lass sie liegen. Das kriegen wir doch noch hin. Gut zielen, Männer. Klasse. Jeder Und die Pfeil beiden sind auch gleich hinüber. Gut zielen, Männer. So, los geht's. Befehle für Ruhm und Ehre. Also, Freunde. Alle mitkommen. Männer an die Waffen. Hier vorne versammeln. Eure treuen Bogenschützen. Ihr stellt euch da hin. Wir bewegen uns. So. Unsere Bögen werden singen. Euch nehme ich gleich mal hier. Sie nieder. Ihr kommt gleich mal an die Mauer. Wer steht da vorne? Bereit. Der ist tot. Wie lange wird das dauern? Ja. Werdet ihr uns brauchen? Geht jetzt nicht so schnell. Für die Krone. Vielleicht können wir kurz tauschen. Ich glaube, die Schwertkämpfer sind noch einen Ticken stärker. Sind geht mal unterwegs. Weg. Wir kämpfen tapfer. Attacke! Hier vorne, das Stückchen. Das soll zerstört werden. Ha, sie kriegen es noch nicht mit. Ja. Oh, 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 oh. Ist aber auch nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, wir müssen dann direkt eigentlich stürmen. Schnell, mach das kaputt. Streitkolben bereit. Neue Befehle, Sire. Okay, sind wir durch? Sind wir durch? Noch nicht ganz. Jetzt. Oder? Ich finde das echt stark, wie sie die Mauer irgendwie mit den Schwertern da kaputt machen können. Nicht schlecht. Schwertkämpfer, vorwärts! Du gehst da ganz, ganz schnell ran. Diese Kolbenkämpfer machen mal den da oben Platz. Neue Befehle, Bogenschützen könnten eigentlich hier mit rauf, sollten auch mit rauf, und zwar schnell. Aufpassen, aufpassen. Schießen. Na, geht nicht, ne? Wird er jetzt abgeknallt? Weiß ich nicht. Okay, das werden wir jetzt stürmen. Sturmbock bereit, my lord. Ist es kaputt? Es ist kaputt. Alle rein. Alle sofort rein. Der finale Countdown läuft bereits. Wir kämpfen tapfer. Kommt schon. Sind bereit. Ja. Die sind tot. Los, los, los. Unsere Schwerter hinterher. Sind die euren. Na, Rambock, du gehst, ja, Ort weg. Bekannt. Alle zusammen. Erwartet nach Befehl. Oben. Kommt schon. Sollen wir jemanden sprinten. Schlagt sie nieder. Was so, wen haben wir? Einen Bogenschützen hätten wir noch. Wir sind siegreich. Ja, geschafft. Das geht doch. War gar nicht so kompliziert.
Eine gute Taktik, das ist alles. 24 Leute haben wir verloren, 26 getötet und die Länderei erobert. Sehr schön, dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Stronghold 3 und Long Arms Bollwerk. Bis dann sage ich Tschüss, euer Tom Philipp Zenker.